Oh, meine werten Zuschauer, also herzlich willkommen zu einer Folge Wir verkaufen Forschungsdaten. Ja, also die erste Folge, wo ich losgeflogen bin, kam am 16. November raus, ja genau, und heißt, ich bin jetzt so ungefähr einen Monat unterwegs, obwohl Anfang November müsste ich eigentlich losgeflogen sein. Naja, wenn ihr das hier seht, dann ist wahrscheinlich der 16. Dezember, heißt ein Monat lang bin ich geflogen, so ziemlich. Also jetzt von den Aufnahmen her. Na gut, ich habe ja gesagt, das tue ich hier im Zeitraffer durchfließen lassen, müsste dann auch gleich Zeitraffer kommen. Sternhafendienste. Und mal gucken, wenn ich bis dahin noch irgendwie Musik finde, die ich drunter legen könnte, dann mache ich das. Wenn bis dahin nicht, dann nicht. Jetzt gucke ich noch mal kurz. Jetzt muss ich noch mal gucken. Hier, wir sind Föderationsruf wohlgesinnt. Es steigt auch schon, achso, weil wir das Kopfgeld abgegeben haben. Und Erkundungsrang sind wir Wegebner 66%. Na gut. Ja, jetzt habe ich schon wieder hier drauf. Sternhafendienste. Universal Kartografie. Und wir sind bei circa 10 Millionen Bares. So, die erste, ich weiß nie, ob das jetzt irgendwie anfängt mit, wo wir losgeflogen sind, oder ob das jetzt das erste System ist, weil ich gesehen habe, wo ich losgeflogen bin, oder ob das das letzte System war. Ich glaube, das letzte System war es nicht. Wegen Detailoberflächenscan habe ich beim letzten nicht gemacht. Und wir haben wahrscheinlich sehr viel. Gut, jetzt mache ich mal noch ein paar so, bevor ich beschleunige, würde ich sagen. Nett. Nett. So, das waren 500.000. Jetzt 349. Und schon wieder. Also ein paar will ich machen, wegen ich will mal gucken, ob das sich gleich ändert mit den Prozenten beim Erkunder. Ich glaube zwar nicht, wegen dass das braucht eine ganz schöne Zeit. Aber mal gucken. Ja, und noch eins, und dann gucke ich mal. Ich habe auch Sachen entdeckt wie ein Wasserriese, also ein Gasriese, der irgendwie größtenteils aus Wasserstoff oder nur Wasserstoff besteht, und da stand richtig dran, nicht Gasriese der Klasse sonst was oder so, da stand Wasserriese. War natürlich auch sehr faszinierend. Ja, ich habe wohl doch ganz schön viel entdeckt. Als erster. Ja. Wie toll. Okay. 27.000. Okay. Okay. Die Systeme. Wenn ich mir das Video nochmal angucke, dann tue ich mir die Systeme mal aufschreiben und gucke mir die dann mal an. Hoffentlich erinnere ich mich dran. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich erinnere mich wahrscheinlich nicht dran. Okay. Um Gottes Willen. Ja, ist recht viel, ne? Deshalb kann ich das eigentlich nicht alles die ganze Zeit dann zuquatschen. Und es hat sich. Ich bin Erkundungsrang Pistensucher. Yippie! 2%, wunderbar. Müsste jetzt hier eigentlich. Pistensucher. Großartig. Danke sehr. Nehme ich. Nein, geh weg. Nehme ich gern an. Geh weg. So. Und da würde ich mal sagen, ab jetzt beschleunige ich mal die Sache ein bisschen. Hahaha. bis dann.
Ich habe gerade die große Angst, dass ich hier keine weitere Erfahrung bekomme. Ich bin jetzt Erkundungsrang immer noch bis zum Sucher 2%. Nach den ersten drei Verkäufen bin ich ja da drauf gestiegen. Und jetzt verändert sich das gar nicht mehr. Ich will nämlich nicht, dass es hier jetzt absolut wertlos ist. Deshalb bin ich jetzt ziemlich verwirrt. Und da werde ich jetzt was machen. Ich werde jetzt das hier noch durchlaufen lassen. Dann mache ich das Spiel hier einmal aus, komme hier wieder rein und dann mache ich weiter. Wenn sich dann davon dann wieder nichts ändert, dann mache ich das erst morgen. Denn irgendwie, dann mache ich das erst morgen früh, würde ich sagen. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Es kommt mir spanisch vor, muss ich sagen. Mir kommt das ziemlich spanisch vor. Das mit dem 2%. Ja, würde ich mal sagen, hier jetzt erstmal hier kurz beenden. Ihr bemerkt es natürlich nicht, aber ich bin gleich wieder da. So, jetzt sind wir auch wieder da. Nein, wieso gehe ich immer da drauf? Ha, 32. Okay, also irgendwie hatte das nur einen Hänger drinne. Das wollte ich aber jetzt wissen, sonst ja, es wäre. Ich mache das eigentlich größtenteils wegen den Erkundungsrang. Ich will nicht immer auf 2 gehen. Hier. Hier, das habe ich geschrieben. Guck mal, das habe ich alles geschrieben. So, jetzt ist auch wieder gut. Ich komme aber immer, ich komme nicht absichtlich dauernd da drauf. Ich habe nur die Tasten nicht mehr im Kopf. Okay, jetzt bin ich wenigstens wieder beruhigt. Dann kann das ja gleich wieder im Zeitraffer weitergehen. Naja, ich guck dann immer mal, wenn sich das nie bewegt, dann, ja, gucke ich einfach. Mal gucken. Na dann. Ich habe alles verkauft und es waren nur 10 Millionen Credits. Ich hätte gedacht, es kommt mehr raus. Ich hätte wirklich gedacht, es kommt mehr raus. Ich hätte gedacht, es werden mehr. Das hätte ich wirklich gedacht. Naja gut, 10 Millionen. Du verfügst über keine kartografischen Daten, die du auf dieser Station verkaufst. Du verfügst über keine kartografischen Daten, die du auf dieser Station verkaufen. Gut, belassen wir es dabei, dass auf diesen Satz. Tja. Tja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin jetzt hier 61, habe ich ja nochmal geguckt. Das ruckelt hinterher, sag ich mal. Ich habe ja noch so eine Idee. Ich habe jetzt noch eine Idee, habe ich gesagt. Speichern und zum Hauptmenü. Ja. Oh, muss das jetzt andauernd kommen? Start.
offenes Spiel. So. Und jetzt gucken wir mal, jetzt müsste sich das aktualisiert haben. Ich glaube, bei der Föderation bin ich gar nicht aufgestiegen, also ich bin immer noch wohlgesinnt. Also ich bin bei Erkundungsrang Pistensucher auf 76%. Ich weiß gar nicht, was das für ein Erkundungsrang ist. Also wie hoch der ist, kann ich eigentlich gleich mal nachgucken. Ich frage mal das Handy dann gleich. Und bei Föderation bin ich immer noch wohlgesinnt und noch Maat. Okay, dann gucke ich da mal kurz nach. Ich habe schon mal nachgeguckt. Bei Okay Google Elite Dangerous Rang. So. Alle Ränge, genau, das wollte ich. Und würde ich gerne wissen, wegen, ja, Elite, wie weit dieser Elite-Rang da noch weg ist. Ränge Erkundung. Auf Deutsch, total planlos, fast planlos, Späher, Landkundige, Wegebner, Pistensucher. Aha. Nach Pistensucher kommt Ranger, nach Ranger kommt Starplacer. Das ist dann nicht mehr auf Deutsch vorhanden, nur noch auf Englisch. Und nach Starplacer kommt dann Elite. Heißt, ich bin auf dem vierthöchsten Rang. Ja gut, das ist ja noch ganz schön bei Großhändler. Wie ist das bei Großhändler? Großhändler bin ich auch auf vierthöchsten Rang. Danach kommt Unternehmer, dann Tykon und dann Elite. Beim Kampfrang bin ich zumeist harmlos. Also überhaupt der zweite erst überhaupt. Also da bin ich ja sowieso. Naja. Gut. Freut mich sehr, wohlgesinnt. Morgen kommt irgendwann Horizons raus. Werde ich mir dann downloaden, dann vielleicht gleich spielen und vielleicht ja auch mit Mr. Fleck dann eine Runde. Würde ich mich sehr freuen. Ja, ich bin jetzt hier. Jetzt können wir mal gucken. Okay. 20 Millionen zur Zeit letzten Updates. Aktueller Besitz 51, Kopfgelder 73, wegen den Rängen, Erkundung, besuchte Systeme, nur 1253, okay, Einnahmen des Erkundung 14, also 15 Millionen, Heist Payout, Hyperspace Distance 25.000, total Hyperspace Chance 1500, maximal Distanz vom Start 6, ja, also das wird. Ja, also Luftlinie war der weiteste, also hin und zurück waren 6000 Lichtjahre, aber Luftlinie, besser gesagt Vakuumlinie, haha. Aber das waren mehr, also das waren vielleicht 15.000 Lichtjahre insgesamt. Und CQC habe ich noch nie gespielt, das habe ich auch gar keine Lust dazu. So Quatsch, Autorisierung. Ja, Sonnensystem und Archinar-System. Zu Archinar muss ich auch mal fliegen. Na gut, das war's. Das war's, das war's. Ich bin wieder daheim. Und ja, freue mich auf Horizons. Ich darf jetzt noch die Videos hochladen und bearbeiten. Und okay, gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und viel Freude bei den nächsten Videos. Jetzt dürften ja so 3, 4 rausgekommen sein am Tag. Und sag ich mal, ciao, ne? Ihr MAN. Doctor, over and out.